Freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und denke, jetzt gehen wir einfach mal in Medias Res und ich erzähle ein bisschen über den Nahen Osten, die Entwicklung dort selbst. Und es ist ja alles sehr spannend und unübersichtlich und nicht zuletzt, weil wir jetzt einen neuen Präsidenten in den USA haben, der noch ein bisschen übt, so mit Blick auf die Einordnung der großen geopolitischen Bruchlinien. Aber heute nun hat er angekündigt, dass man doch für Syrien eine Flugverbotszone verhängen sollte. Und das ist ja im Grunde genommen schon ein Hinweis darauf, dass die ganze Sache konfrontativ werden wird. Denn das würde ja de facto bedeuten, dass die Russen nicht mehr über Syrien fliegen könnten, dürften, wie auch immer. Und das werden sie sich bestimmt nicht bieten lassen. Also da ist schon viel Musik drin, kann man sagen. Aber schauen wir mal uns die Gegend als solche an. Also es ist ja schon erstaunlich, wenn man in Husum nun ausgerechnet über den Nahen Osten berichtet. Aber das hat ja auch einen gewissen Charme. Und natürlich ist der Nahe Osten auch jetzt nach Husum gerückt, weil das, was im Nahen Osten passiert, vor allem in Syrien passiert ist in den letzten Jahren, natürlich unmittelbare Folgen hat, auch für die Entwicklung hier bei uns in Europa in Form der Flüchtlingskrise. Also überspitzt gesagt kann man sagen, die Amerikaner mischen die Region auf, bringen ganze Staaten dazu, dass sie kollabieren, versuchen in Syrien vergeblich Bashar al-Assad zu stürzen, was ein wesentliches Motiv ist. Gewesen ist für diesen Krieg in Syrien. Das Ergebnis ist eine beispiellose Flüchtlingsbewegung und die geht aber nicht in Richtung USA, sondern kommt vor allem natürlich in Nachbarländer Syriens und in die Türkei, aber eben auch nach Europa, insbesondere nach Deutschland. Und man kann sagen, dass sowohl diese Flüchtlingsbewegung mit allen Auswirkungen, die das hat, Stichwort Erstarken des Rechtspopulismus und so weiter, aber auch der zunehmende Terror oder die terroristische Bedrohung durch den Islamischen Staat oder andere radikale islamistische Bewegungen, sie sind beide die Kehrseite, wenn man so will, einer unglückseligen geopolitischen Entwicklung, die in den USA eingeleitet worden ist. Eben jenes Konzept des Regime Changes, das ist Neudeutsch für Putsch. Das hat man in der Vergangenheit getan. Heute macht man das ein bisschen, wie soll ich sagen, mit mehr Tusch. Regime Change bedeutet, dass man nicht nur ein bestimmtes Regime weghaben will, sondern man hat auch die Überlegung, dass man dann die Gesellschaft neu ordnen könnte, ein neues politisches System herbeiführen könnte. Das ist aber in der Vergangenheit nicht geglückt. Es ist eigentlich auch relativ logisch, dass das nicht funktionieren kann. Aber der Lerneffekt ist eben doch relativ gering bei denen, die das alles mitzuverantworten haben. Und interessanterweise, obwohl die Europäer und hier nun in diesem konkreten Fall, was die Flüchtlingsfrage anbelangt, vor allem die Deutschen also die Hauptlast tragen für das westliche Europa besehen, ist es eigentlich nicht üblich, amerikanische Politik zu kritisieren. Das mag jetzt sich ändern, weil Herr Trump natürlich nun Dinge sagt und tut, die auch dem engagiertesten Transatlantiker den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass man, jetzt wird es kuschelig, habe ich das Gefühl, ich hoffe ja noch, dass die Disco-Kugel nachher angeht. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich das erste Mal reinkam. Auf jeden Fall ist es so, dass es sehr erstaunlich ist, dass über diese ganzen Zusammenhänge, Hintergründe eigentlich keine politische Debatte stattfindet, weder in den politischen Arenen bis hin zu den Talkshows, noch in den Medien. Es wird eigentlich über das Grundsätzliche nicht diskutiert. Man führt stattdessen Ersatzbefriedigungsdebatten, etwa um die Frage, Burka ja oder nein. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Frauen mit Burka hat man in Deutschland schon gesehen, also da muss man wirklich lange suchen, bis man eine findet. Und wenn, ist es wahrscheinlich eine Touristin aus den Golfstaaten. Also normalerweise, also Burka ist ein völlig ephemeres Problem, das ist völlig irrelevant. Aber was wird hochgejazzt, so eine Grundsatzfrage, nach dem Motto, das geht aber nicht, am besten Burka-Verbot, kann man natürlich drüber sich auslassen, aber es ist eben völlig nebensächlich. Es ist völlig wurscht. Es ist, als wenn jemand Krebs hat und macht sich Sorgen darüber, ob er sich noch ein Pflaster irgendwie auf den Pickel machen sollte. Also es ist, man hat das Gefühl, es gibt Probleme. Diese Probleme werden aber nicht wirklich angegangen und benannt, sondern es gibt im Grunde genommen eine Vermeidungsstrategie und den Versuch abzulenken und von den eigentlichen Ursächlichkeiten dieser Verwerfungen möglichst abzusehen. Was den Krieg in Syrien anbelangt, so ist die öffentliche Meinung bei uns eigentlich relativ einig. Schuld für das ganze Drama dort sind Assad und seine Verbündeten, allen voran Russland. Aber diese Sichtweise greift viel zu kurz.
ich will über Syrien jetzt heute Abend nicht das Hauptaugenmerk richten, aber im übernächsten Monat erscheint von mir ein Buch über den Syrienkrieg, wo ich die ganzen Hintergründe darlege, und das ist ganz interessant, wenn man Einblick hat in Geheimdienstdokumente, die freigegeben worden sind, oder in geleakte E-Mails etwa von Hillary Clinton, dann weiß man, dass der Versuch, Assad zu stürzen in den USA schon lange, lange vor Ausbruch der Unruhen dort 2011 gefasst worden ist und dass der Versuch, sein Regime zu destabilisieren, ihn zu stürzen, ganz wesentlich den Boden bereitet hat für die Gewalt, die dann in Syrien ausgebrochen ist. Es ist auch interessant, dass, wenn man sich gerade mit Syrien befasst, im Grunde genommen auch hier die entscheidenden Fragen nicht gestellt werden. Es ist viel die Rede gewesen in den vergangenen Wochen und Monaten von der gemäßigten Opposition oder von der Opposition. Man hatte nur mal das Gefühl, es gibt hier das Regime, was gewissermaßen das ganze Volk knechtet, und dann gibt es eine Opposition, die im Grunde genommen, zivilgesellschaftlich legitimiert jetzt in einer großen Mehrzahl aus guten Leuten besteht, die irgendwie jetzt das demokratische Syrien realisieren wollen. Und dann versteht es sich fast von selbst, dass wir solidarisch mit diesen demokratischen Kräften sein müssen und so weiter und so fort. Also das ist so zugespitzt der offizielle Diskurs bei uns gewesen. Ja, leider hat er mit Realität nichts zu tun, denn diese Oppositionellen sind in erster Linie dschihadistische Rebellen gewesen, die entweder Al-Qaida oder dem Islamischen Staat nahestanden und die Syrien ganz schön aufgemischt haben, ihre Waffen bezogen haben aus den USA, der Türkei und den Golfstaaten. Und wenn diese Oppositionellen nach Deutschland kommen würden, um hier Asyl zu beantragen, würde wahrscheinlich der Innenminister persönlich den roten Knopf drücken nach dem Motto Gefahr im Anmarsch. Aber dort gelten diese Leute eben als Freiheitskämpfer. Wenn man sich mit diesen Dingen näher befasst, dann stellt man fest, dass es eine riesige Kluft gibt zwischen dem, was tatsächlich geschieht, und dem, was wir erfahren und das, worüber wir diskutieren. Und es ist eben in der Regel nicht so, dass die Ursächlichkeiten benannt werden. Schon alleine darauf hinzuweisen, dass amerikanische Politik nicht immer nur segensreiche Wirkungen zeitigt, ist schon für viele eine Zumutung. Das mag sich jetzt ändern mit dem neuen Präsidenten Trump, aber im Prinzip gibt es immer noch eine sehr starke Fraktion der transatlantischen Werteorientierung, die der Meinung ist, dass im Grunde genommen amerikanische Politik stellvertretend für westliche Politik den Auftrag habe, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in der Welt durchzusetzen, im Gegensatz zu den niederen Instinkten der Politik Russlands oder Chinas. Das klingt zunächst einmal sehr gut, hat aber leider mit den Realitäten relativ wenig zu tun. Die Machtpolitik des Westens ist genauso viel und genauso wenig zynisch wie die von Russland oder von China. Geopolitik ist eigentlich eine der schmutzigsten Sparten der Politik überhaupt, weil Geopolitik die Angewohnheit hat, niemals öffentlich verhandelt zu werden. Das passiert meistens in den Hinterzimmern der Macht. Meistens werden die Fäden gezogen von Männern, überwiegend im Rentenalter, die sich dann als Strategen begreifen, und dabei können dann ganze Völker über die Klinge springen. In der Regel mag man über die Hintergründe und Verantwortlichkeiten westlicher Politik für das, was in der Region passiert, nicht wirklich sich auslassen. Wir haben eigentlich eher eine öffentliche Debatte, die vor allem darauf fokussiert ist, den Islam rauf und runter zu betrachten und ihn als ursächlich zu sehen für alles Übel in der Region, in der Welt und so weiter. Und auch der Terror, den der Islamische Staat und andere betreiben, andere dschihadistische Gruppierungen, wird gerne unter der Maßgabe gesehen, dass das nun irgendwie die gelebte Religion sei. Der wahre Islam ist sozusagen der, wie er vom Islamischen Staat praktiziert wird, und es sei offenbar eine gewaltaffine Religion der Aufklärung abhold, und infolgedessen gibt es da also unversöhnliche Gegensätze, und dieser gewalttätige Terror, wie er nun im Koran schon nachzulesen sei, der sei ursächlich verantwortlich für die ganze Misere in der Region. Das ist eine sehr bequeme Erklärung, die vor allem zum Ziel hat, abzulenken von westlichen Verantwortlichkeiten. Wenn man politische Probleme, also Interessensgegensätze, Interessenskonflikte in das Bereich der Kultur verlagert oder der Religionskritik, dann kann man natürlich wunderbar vermeiden, über Ursächlichkeiten die wahren Hintergründe zu diskutieren. Das Ganze kulminiert dann in jenem Begriff vom Kampf der Kulturen, wie ihn Samuel Huntington in den 90ern geprägt hat, wo er ein griffiges Modell oder zumindest ein Erklärungsmodell für solche geliefert hat, die auf der Suche waren nach leichten Erklärungen und
die Frage nach Ursache und Wirkung nach Möglichkeit vermeiden wollten. Wenn ich also machtpolitische Gegensätze und politische Interessen nicht mehr als solche benenne, sondern in den Bereich des politischen Überbaus entsorge und sage, der Muslim als solcher ist eben gewaltaffin und im Gegensatz zum Christen, der also eher auf Frieden orientiert sei, ja, dann, wenn ich es schaffe, das Bild zu vermitteln, dass dem so sei, dann ist das ja zunächst mal eine griffige Erklärung und die werden viele Leute dann auch glauben. Das Problem mit diesen Denkweisen ist natürlich, dass die islamistische Gewalt, wie sie vom islamischen Staat ausgeht, ja eben nicht sich gegen das Christentum oder den Westen generell richtet, das tut es auch, aber die meisten Opfer dieser islamistischen Gewalt sind Muslime selbst. Die Zahl derer, die von diesen Gewalttätern getötet werden, im Irak, in Syrien und anderswo, ist um ein x-faches höher als das, was hier in Europa oder jetzt in Deutschland, in Berlin geschehen ist im Dezember. Jeder Tote ist natürlich einer zu viel, selbstverständlich, aber in Bagdad sterben täglich 40, 50 Menschen und es interessiert ja eigentlich niemanden, weil wir eben auch so einen Blick haben, der vor allem, sagen wir mal, der eigenen Nabelbetrachtung näher ist als jetzt der Rundumperspektive. Das ist menschlich, aber es ist nicht ausreichend, diese Dinge nun, wie gesagt, kulturalistisch zu sehen und den Islam und den Islamismus, also den Dschihadismus, die radikale Interpretation dieser Religion durch Gewalttäter, die die Religion als Blitzableiter benutzen, als Instrument der Machtaneignung. Wenn man dieses also nicht fein säuberlich trennt, dann, ja, dann hat man eben ein Problem, dann kommt man nicht zu den eigentlichen Ursachen der Krise. Wenn man sich mit den Ländern der arabisch-islamischen Welt befasst, dann stellt man vor allem fest, oder muss man zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass diese Länder, wenn man verstehen will, was geschieht, anders aufgebaut sind als unsere. Ja, ich meine, wir sind hier Industriestaaten oder Industrie 2.0 Staaten, in die Richtung geht es mittlerweile, Roboterisierung der Arbeitswelt ist der nächste Begriff der postindustriellen Ära bei uns und das hat natürlich gravierende Konsequenzen auch bei uns, aber in der arabischen Welt, in der islamischen Welt, also in dem Raum von Marokko bis Indonesien, kann man sagen, dass die Leute noch in der Entwicklung uns hinterherhinken, insoweit als es dort eben Überlappungen gibt von Industriegesellschaft und Agrargesellschaft, von Feudalismus und von Moderne. Und das muss man sich vor Augen halten, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, denn wenn man diese Zusammenhänge nicht betrachtet, wenn man glaubt, man könne das, was in Ägypten, in Syrien oder im Irak oder wo auch immer geschieht, man könne das mit denselben Instrumentarien messen, wie man Politik bei uns misst, dann erliegt man einem Irrtum und kommt zu den falschen Ergebnissen und auch zu den falschen Fragestellungen. Man kann das im Feuilleton zum Beispiel dann beobachten, dann werden endlos Debatten geführt über die Frage, der Islam muss doch reformiert werden und wo sind die Denker, die das tun und warum sagt die islamische Öffentlichkeit sich nicht los von diesen islamistischen Terroristen? Diese Fragen kann man natürlich alle stellen, nur man muss wissen, dass das natürlich aus einer westlichen Perspektive gedacht ist. Unter den Bedingungen von Staatszerfall, Terror und Gewalt, wie sie im Irak, in Libyen, in Syrien und anderswo herrschen, kann man sich nicht den Luxus erlauben einer diskursiven Ethik, wo man mal so eben sinniert über den Sinn des Lebens und die Frage, wie man Religion nun idealerweise reformieren könnte. Übrigens ist es ja auch bei uns so gewesen, dass die Trennung von Staat und Religion und die Trennung, die Entwicklung hin zu einer bürgerlich geprägten industriellen Gesellschaft, eingeleitet durch die Französische Revolution 1789, eigentlich bis weit ins 20. Jahrhundert gebraucht hat, mindestens bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, bis sozusagen die bürgerliche Emanzipation von feudalen Strukturen, also von der Vorherrschaft von Klerus und Adel, sich vollständig freigemacht hat. Und dort in der arabisch-islamischen Welt ist eben die Macht religiöser Institutionen nach wie vor sehr groß und gleichzeitig sind die Herrschaftsstrukturen sehr stark patriarchalisch ausgerichtet. Meistens sind es Familiensysteme, die dort an der Macht sind. Die arabischen Staaten wurden sämtlich nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig und es gibt im Wesentlichen zwei politische Systeme in der arabischen Welt, in der islamischen Welt. Entweder republikanische Systeme, die begründet wurden durch Militärputsch oder durch Unabhängigkeitskampf nach dem Zweiten Weltkrieg, oder es sind eben Erbmonarchien, wie vor allem in den Golfstaaten. Der starke Einfluss feudaler Strukturen in diesen Ländern, der macht sich äußerlich daran bemerkbar,
dass in all diesen Ländern die Zugehörigkeit zu der gesellschaftlichen Gruppe, in die man hineingeboren wurde, sehr, sehr groß ist. Anders als bei uns, wo es eigentlich völlig egal ist, ob man aus Husum kommt oder aus Garmisch-Partenkirchen. Das interessiert heute keinen mehr. Früher gab es durchaus Probleme, wenn ein Katholik eine Protestantin und umgekehrt heiraten wollte. Das alles hat sich überlebt bei uns. Es ist zwar alles noch nicht so lange her, dass also auch zum Beispiel Frauen die Genehmigung ihres Ehemannes brauchten, um arbeiten gehen zu können und so weiter. Aber das muss man sich immer auch in Erinnerung rufen, dass das bis Anfang der 70er Jahre so war. Und das haben wir vielfach vergessen. Und dort sind diese Strukturen eben immer noch sehr, sehr stark. Also zu was für einer Gruppe gehöre ich? Das bedeutet konkret, welcher religiösen oder welcher ethnischen Gruppe gehöre ich an? Ja, bin ich Christ, bin ich Muslim, bin ich Kurde, bin ich Araber, was bin ich? Und die Gruppenidentität ist sehr, sehr stark, ist sehr, sehr einflussreich, weil eben die feudalen Strukturen stark sind, einflussreich sind. Das Ganze wird noch verstärkt dadurch, dass die Grenzen der arabischen Länder, wenn Sie sich das mal auf der Landkarte ansehen, sind ja alle mit dem Lineal gezogen oder fast alle gezogen von den Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich während des Ersten Weltkrieges in Vorwegnahme des Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches. Und es hat sich eigentlich in der Zeit danach, während der Kolonialherrschaft in den 20er Jahren bis 1945, 1947, eigentlich der Kolonialismus auf sehr ungünstige Weise ausgewirkt auf die Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften. Und nachdem diese Länder unabhängig wurden, dann haben diejenigen, die die Macht erobert haben, meistens Familiensysteme an der Macht, kann man sagen, die Macht nicht mehr abgegeben. Und haben sie teilweise vererbt auf ihre Söhne. Der längste Alleinherrscher in der arabischen Welt war Gaddafi, der war 42 Jahre an der Macht. Und andere haben es auf 30 Jahre gebracht, 35 Jahre. Und das wäre aus Sicht der Bevölkerung möglicherweise noch okay gewesen, wenn diese Leute jetzt ihre Gesellschaften entwickelt hätten. Das haben sie in der Regel aber nicht getan. Mit Ausnahme der Golfstaaten, paradoxerweise. Die Golfstaaten haben äußerlich moderne Skyline, alles ultra hip, aber die äußere Fassade sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen noch sehr, sehr stark feudalstaatlich geprägt sind in jeder Beziehung. Es sind reine Familienbetriebe, die arabischen Golfstaaten. Wenn Sie sich die Ministerlisten ansehen in Kuwait oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist im Prinzip ein, zwei Namen, die man sich merken muss, und der Rest ist sozusagen dieselbe. Vom Vater auf den Sohn, Cousins, Cousinen und alles Mögliche und untereinander versippt und verschwägert. Und diese Machtelite lässt nach unten eigentlich wenig Raum. Also, oder anders gesagt, man kann von unten nicht nach oben aufsteigen. Es sei denn, man hat Glück, so Lotteriegewinn. Aber im Prinzip geht das nicht. Es ist hermetisch abgeschlossen. Und die Golfstaaten, die dortigen Herrscher machen ja nun eine vergleichsweise vernünftige Politik, investieren in Business. Es hängt damit zusammen, dass die Machthaber in den heutigen Golfstaaten in der Ära vor dem Öl Händler waren. Und dadurch haben sie, sagen wir mal, eine bestimmte Geschäftstüchtigkeit, die ihnen bis heute geblieben ist. Also im Zweifel stellen sie eine gelingende Geschäftsidee über ideologische Differenzen. Das war anders in den Ländern Nordafrikas oder des Nahen Ostens, wo Leute wie Gaddafi oder Saddam Hussein das Ölgeld, das sie hatten, vielfach benutzt haben, um dubiose Bewegungen zu finanzieren in der Region und vor allem natürlich den eigenen Machtapparat am Leben zu erhalten, also sprich den Repressionsapparat. Und die bürgerlichen Mittelschichten, also Leute wie wir, die gibt es natürlich dort auch, aber sehr viel kleiner, vielleicht 30-40% der Bevölkerung ausmachend. Und diese bürgerlichen Mittelschichten verdienen anders als bei uns nicht genug, um über die Runden zu kommen. Ein Hochschullehrer in Kairo verdient vielleicht 600 Euro im Monat. Und das reicht nicht, um eine Familie zu ernähren, geschweige denn die Mieten zu bezahlen, die auch nicht viel geringer sind, jedenfalls nicht in den besseren Wohnlagen als in Europa. Also die Kunst des Überlebens ist in diesen Ländern dadurch gegeben, dass man soziale Bande hat, die sehr stark sind. Innerhalb der Familie zunächst einmal, dann darüber hinausgehend in Richtung Clan, religiöse und ethnische Gruppe. Das ist sozusagen das entscheidende Modell. Es gibt auch keine sozialen Sicherungssysteme oder nur in Ansätzen. Wer also arbeitslos wird, hat Pech gehabt und muss sehen, wie er über die Runden kommt. Und der Rentner muss sehen, dass er irgendwie Ersparnisse hat oder dass die eigene Familie ihn, ernährt, finanziert. Man steht also nicht auf eigenen Beinen. Es ist also eine sehr fragile gesellschaftliche Ordnung.
Und am unteren Pyramidenrand, der Sockel der Pyramide, sind die Leute, die Tagelöhner, die von der Hand in den Mund leben und irgendwie sehen müssen, dass sie ja, über die Runden kommen. Das ist der Großteil der Bevölkerung. Und wenn sie sich ein Land wie Ägypten vorstellt, das über sehr schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen verfügt, korrupte Regierung, die Staatskasse systematisch plündert, ein Wirtschaftsmodell, das überhaupt nicht investiert in Bildungssystem, Infrastruktur, das nicht investiert in kleine mittelständische Betriebe, es gibt kaum Darlehen oder Kredite für Leute mit Geschäftsideen. Gleichzeitig zieht die Inflation massiv an. Wenn Sie jetzt aber Lehrer sind und Sie haben ein festes Gehalt und das wird mit jedem Monat weniger wert, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, hochgerechnet, um bei Ägypten zu bleiben, auf eine Bevölkerung von 90 Millionen Menschen etwa, von denen also ungefähr die Hälfte, mindestens die Hälfte, analphabetisch ist und unterhalb der Armutsgrenze lebt. Das erklärt übrigens auch, warum islamistische Bewegungen in solchen Ländern es so leicht haben, Gehör zu finden, weil eben das Gros der Bevölkerung ungebildet ist und Hunger hat. Und wenn dann irgendwelche Leute kommen, die irgendeinen Blödsinn erzählen, der aber plausibel erklingt, plausibel sich anhört, weil die Menschen sind meistens sehr religiös. Und wenn dann einer kommt, irgendein Prediger, der sagt, der wahre Islam verlangt aber, dass ihr jetzt in das Nachbardorf geht und dort die christliche Kirche anzündet, dann wird es Leute geben, die das glauben. Und in der Regel ist es auch nicht Religionshass, der dahinter steckt, sondern ganz strategische Überlegungen nach dem Motto, die Christen in der Nachbargemeinde, die haben Land und dieses Land hätte ich gerne als muslimischer Prediger. Und da ist es doch ganz ideal, wenn die Leute, die Christen, dann meinetwegen flüchten, weil sie Angst haben um ihr Leben. Dann kann ich mir das Land in den Nagel reißen. Also solche Überlegungen spielen eben auch immer eine Rolle. Und es ist also nicht wirklich schön, Araber zu sein, es sei denn, man wird in die Elite hineingeboren. Dann kann man gut leben. Da gibt es also sehr viele Leute, die über sehr, sehr viel Geld verfügen. Es ist vielleicht 5% der Bevölkerung, die wirklich zu der Oberschicht gehört, die dann aber so reich ist, dass also auch riesige Reiche teilweise blass aussehen, gemessen an dem, was die haben. Aber es ist basiert auf keiner Leistung, nichts. Es ist einfach nur das Ergebnis der Plünderung der Staatskasse über Jahrzehnte hinweg. Und das Schulsystem in all diesen Ländern, das Bildungssystem ist eine Katastrophe, nicht? Also ein durchschnittlicher ägyptischer Universitätsabsolvent hat, ich will nicht übertreiben, aber das Leistungsniveau entspricht dem eines Gymnasiasten bei uns, vielleicht im 11. Schuljahr. Die lernen nicht viel dort an den Schulen, weil die Dozenten vielfach keine Lust haben, die sind so schlecht bezahlt, dass sie noch zweite Jobs ausüben müssen, zum Beispiel Taxifahren, um über die Runden zu kommen. Also kurzum, es ist alles sehr, sehr unerfreulich dort. Nicht? Und die arabische Revolte war ja der Versuch, mal dagegen anzuhalten und die Macht der alten Männer zu brechen. Es war eine vor allem von der städtischen Jugend vorangetriebene, über das Internet propagierte Form des sozialen Protestes. Aber es reicht eben nicht zu sagen, das Volk will den Sturz des Regimes. Es braucht eine soziale Bewegung, die stark genug ist, um den politischen Wandel vollziehen zu können. Und das ist etwas, was viele nicht begreifen. Man hat dann so einen Impuls, toll, die Leute gehen auf die Straße, demonstrieren und da müssen wir uns mit denen solidarisieren. Ja, nur wenn Sie an Polen denken, da gab es ja auch dann eine Bewegung gegen das kommunistische System dort in den 1980er Jahren, aber es gab eben auch zwei sehr starke gesellschaftliche Bewegungen, die diese Entwicklung vorangetrieben haben, zum einen die Kirche und zum anderen die Bewegung Solidarność. Und wenn man so etwas nicht hat, und das war in Ägypten zum Beispiel nicht der Fall, da können dann durchaus Millionen von Menschen sagen, das Volk will den Sturz des Regimes, das ist dann eigentlich auch egal. Die Militärmachthaber, diejenigen sind, die Macht haben in Ägypten, schon seit der Unabhängigkeit 1952 war es immer das Militär, was den Ton angegeben hat in Ägypten. Und das Militär ist nicht einfach nur soldatisch zu verstehen, sondern das Militär hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte fast die gesamte Wirtschaft unter den Nagel gerissen. Es gibt kaum eine Firma oder ein Unternehmen, das nicht auf die eine oder andere Weise von den Militärs dirigiert wird oder
zumindest teilweise werden die Gewinne von solchen Firmen von den Militärmachthabern abgeschöpft. Der größte Großgrundbesitzer in Ägypten ist die Armee, das Militär. Nicht der einfache Soldat gehört zu den Nutznießern dieses Systems, sondern die oberste hierarchische Ebene. Es funktioniert vielfach so, dass jemand, der aus guter Familie kommt, Karriere gemacht hat in der Armee, jetzt Offizier ist mindestens, der bekommt dann eben als Belohnung für seine Dienste dann den Job eines Generaldirektors für irgendeine Firma. Er hat in der Regel dann aber von Ökonomie keine Ahnung. Die Firma geht dann bald bankrott, aber bis dahin hat er sich gesund gestoßen und alles zu Geld gemacht, was irgendwie zu Geld zu machen war. Im Bereich Immobilienbesitz ganze Stadtteile in Kairo gehören dem Militär. Tourismus ebenfalls. Also es ist ein Staat im Staate, wenn man so will. Und das Militärstaat zahlt keine Steuern und das, was sie einnehmen an Geld, taucht in keiner Statistik auf. Nun gab es also diesen Aufstand der Bevölkerung, das Volk für den Sturz des Regimes. Mubarak ist dann auch tatsächlich gegangen worden. Aber das Militär hatte natürlich nicht vor, die Macht abzugeben an jene Emporkömmlinge, die dann in Form der Muslimbruderschaft an die Macht gekommen sind, in den ersten freien und einzigen freien Wahlen, die es jemals in der 5000-jährigen Geschichte Ägyptens gegeben hat. 2013 kamen also die Muslimbrüder an die Macht. Das waren nicht unbedingt die Fittesten. Man kann sagen, die Muslimbrüder waren deswegen so stark, nicht aufgrund ihrer islamistischen Ideologie. Das spielte weniger eine Rolle. Sie haben über Jahrzehnte hinweg Armenspeisungen betrieben und haben ein soziales Sicherungssystem angeboten, den Ärmsten der Armen. Und da nun die meisten Ägypter, die meisten Araber religiöse Menschen sind, ist das natürlich anziehender, eine solche Bewegung zu wählen, als irgendwelche säkularen Intellektuellen, die dann vielleicht im Westen hochgejazzt werden, weil sie fließend Englisch sprechen. Aber in der eigenen Bevölkerung haben sie möglicherweise keinen Rückhalt. Das übersehen wir dann häufig. Ne? Wir neigen dazu, die Medien, die Politik, sich immer nur die verwestliche Elite anzugucken und zu glauben, dass das, was die sagen, identisch wäre mit dem, was im Land sonst noch so passiert. Das ist aber nicht der Fall. Nicht? Dieses ist übrigens ein Phänomen, das nicht nur Ägypten und solche Länder betrifft, wenn man die da betrachtet. Ja? Das haben wir auch gehabt, dieses Phänomen, als alle sehr erstaunt waren, dass Trump die Wahlen in den USA gewonnen hat. Das ist auch keiner auf der Rechnung, oder viele jedenfalls nicht. Was auch damit zusammenhängt, dass man mit denjenigen, die Trump dann am Ende gewählt haben, sich nicht auseinandergesetzt hat, weil die außerhalb des Radios sind dessen, was Politik und Medien gemeinhin wahrnehmen, an Mainstream und an Weltanschauung und Lebenshaltung. Ja, und was geschah nun also? Diese Muslimbrüder waren nun nicht gerade die Fittesten, also so ein bisschen überfordert, jahrzehntelang im Untergrund gewesen, jetzt hatten sie die Macht und hatten eigentlich nur ein Bedürfnis, wir wollen auch an die Futtertröge, wir wollen auch die Möglichkeit haben, den Staat zu plündern, die Ressourcen an uns zu reißen, aber die Alteingesessenen, ja, die Militärs haben sich gedacht, mit diesen Proleten teilen wir das Geld nicht, wir wollen es für uns haben. Und nach einem Jahr hat dann die Armee gegen die Muslimbrüder geputscht, offiziell, weil sie unfähig waren und so weiter, das waren sie auch, aber die jetzigen Machthaber sind ja nicht fähiger. Der entscheidende Grund für den Putsch war, dass Saudi-Arabien grünes Licht gegeben hat für diesen Putsch in Ägypten, weil die Muslimbrüder in Ägypten als Konkurrenzunternehmen angesehen wurden für die Machthaber in Saudi-Arabien, der einem eigenen Staatsislam folgen, dem sogenannten Wahhabismus. Der Wahhabismus ist benannt nach einem Wanderprediger aus dem 18. Jahrhundert, der eine Allianz eingegangen ist mit einer damals schon sehr mächtigen Dynastie von Klanen unter dem Oberbegriff der Al-Saud, nach denen später dann Saudi-Arabien benannt worden ist. Und diese Allianz aus Erweckungspredigern sehr, sehr konservativ-reaktionärer Couleur mit einem vorherrschenden Stammesverband in Saudi-Arabien erklärt, warum bis heute es nicht möglich ist, dass bestimmte überholte religiöse Normen und auch gesellschaftliche Vorstellungen einfach abgeschafft werden können, weil dann, wenn der Clan, der Machtclan, der Al-Saud, zu weit gehen würde, dann könnten die wahhabitischen Theologen sagen, ihr seid nicht mehr auf dem Pfad Gottes, und dann werden diese saudischen Saud-Machthaber eben delegitimiert. Das erklärt, warum bis heute Frauen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren dürfen, weil das der wahhabitische Islam nicht vorsieht. Das Argument lautet, dass Frauen früher auch nicht Kamel geritten sind und deswegen müssen sie heute auch nicht Auto fahren.
Ja, gut, also das ist sozusagen eine Konkurrenzunternehmung. Dieser wahhabitische Staatsislam hat also den Militärs in Ägypten grünes Licht gegeben für einen Putsch. Den haben sie noch durchgeführt und seither ist Ägypten repressiver, als Ägypten unter Mubarak jemals war. Die böse Ironie des arabischen Aufstandes ist, dass die Menschen oder ein Großteil der Bevölkerung aufgestanden ist, in der Hoffnung auf sich erhoben hat, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf mehr Freiheit und Demokratie. Und bekommen haben sie entweder die Diktatur von Sisi in Ägypten oder aber den Vormarsch des Islamischen Staates in Syrien, in Irak, in Libyen. Mehrere Staaten sind kollabiert im Laufe der letzten Jahre und das hängt ganz wesentlich zusammen mit amerikanischer Machtpolitik. Wenn man verstehen will, warum der Islamische Staat stark geworden ist, dann muss man zurückgehen bis zum amerikanisch geführten Einmarsch in Irak 2003 zum Zwecke des Sturzes von Saddam Hussein. Nun muss man diesem Diktator keine Träne nachweinen, es war ein sehr brutaler Machthaber, der aber jahrelang in engem Einvernehmen, insbesondere mit den USA, Dinge getan hat, die man im Westen sehr gut fand, zum Beispiel Krieg zu führen gegen den Iran in den Jahren 1980 bis 1988. 1979 gab es die iranische Revolution und die wurde natürlich vor allem in den USA als Bedrohung der eigenen geopolitischen Interessen in der Region gesehen. Also kam Saddam Hussein gerade recht und man hat ihn mit Waffen und Geld unterstützt, auf dass er Krieg führen kann gegen den Iran in der Hoffnung, das Land dort zu schwächen. Gleichzeitig hat man natürlich auch den Iran mit Waffen beliefert, sowohl übrigens aus den USA wie auch aus Israel, paradoxerweise. Aber wenn man Geschäfte machen kann, dann spielt Moral in der Regel keine Rolle. Deswegen ist auch dieses ganze Gerede von westlichen Werten oder so, die Werteorientierung, die immer wieder beschworen wird durch die politisch Verantwortlichen, wenn man sich näher mit den Dingen befasst hat, kann man das eigentlich nur als, als fast schon eine Eigenkarikatur auffassen. Denn es geht natürlich in diesem ganzen Geschäftsbereich der Geopolitik niemals um Werte, sondern es geht ganz knallhart um die Durchsetzung eigener machtpolitischer Interessen, koste es, was es wolle. Und wenn dabei ganze Völker oder Staaten über die Klinge springen, dann ist es eben so. Und das muss man nur erstmal bereit sein, zur Kenntnis zu nehmen. Weil es ist natürlich auch ein interessantes, es ist natürlich auch ein nützliches Korsett, wenn man sich selber mal einreden kann, ich gehöre zu den Guten, ich bin ganz lieber und alles, was meine Regierung macht, ist getragen von Edelmut, wir bringen die Freiheit, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in die Welt. Das klingt natürlich erstmal gut. Leider hat das mit der Realität relativ wenig zu tun. Ich glaube, dass für diejenigen, die wirklich in diesem ganzen transatlantischen Gedankengebäude der Werteorientierung sich bewegen, das, was Trump jetzt gerade anrichtet, das muss für die so eine Art, wie soll ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen so, als würde man einem Gläubigen gegen seinen Willen den Nachweis führen, dass es mit der Existenz Gottes so eine Sache ist. Das wird sicherlich noch viele Irrungen und Wirrungen nach sich ziehen. Ob daraus die richtigen Konsequenzen gezogen werden, dann, das wage ich zu bezweifeln, weil es ist leider nicht so, dass die Menschen aus der Geschichte lernen, auch nicht aus der jüngeren Geschichte, sondern man potenziert eigentlich nur die Idiotie, die bereits praktiziert worden ist, weil Politik funktioniert im Grunde genommen wie so eine Art Herdeninstinkt. Wenn die Herde in eine bestimmte Richtung läuft, dann gibt es nur noch ganz wenige Leute, die sagen, hallo, die Richtung stimmt nicht, weil dann wird man sehr schnell zum Außenseiter. Nicht? Und dann will man das nicht, alle regen sich darüber auf, dass Trump eine Mauer baut jetzt zu Mexiko. Das ist ja auch in mehrfacher Hinsicht total bescheuert. Was aber man dann so zwischen den Zeilen lesen kann, jetzt überlegt sich die Europäische Union, wo kommen die meisten Flüchtlinge im Augenblick her? Die Balkanroute ist ja jetzt weitgehend dicht, kommen immer noch, aber deutlich weniger, also eigentlich nur noch wenige, verglichen mit dem, was vor anderthalb Jahren los war. Der Hauptweg ist jetzt Libyen. Und das wird auch so bleiben, weil Libyen als Staat aufgehört hat zu existieren. Das wird lange dauern, bis das wieder funktioniert als Staat, auch hier als Ergebnis einer westlich geführten militärischen Intervention, überall dort, wo unter amerikanischer Führung seit 2001, beginnt mit Afghanistan, militärische Interventionen der USA stattgefunden haben und ihrer Verbündeten, war das Ergebnis Staatszerfall, Anarchie. Und wenn ein Staat erstmal aufhört zu existieren, wenn es also keine staatliche Ordnung mehr gibt, dann kommt die Stunde der Warlords, dann kommt die Stunde derer, die über Waffen und Geld verfügen und dann ihre eigenen Interessen skrupellos durchsetzen.
Und so ist das hier auch. Und es gibt jetzt Überlegungen seitens der Europäischen Union, die wollen jetzt sozusagen vor der libyschen Küste eine Art Schutzgitter errichten im Meer, sodass die Flüchtlingsboote eben nicht mehr, sagen wir mal, von libyschen Gewässern aus in Richtung Europa aufbrechen können. Das ist ähnlich intelligent wie der Bau der Mauer nach Mexiko, weil natürlich man auch aus Tunesien ablegen kann und selbst aus Ägypten kommen die Schiffe mittlerweile mit den Flüchtlingen. Rein theoretisch kann man natürlich das ganze Mittelmeer zupflastern, aber ich meine, es gibt auch keine einfachen Lösungen für dieses Problem. Aber wenn man einen Staat nach dem anderen zerlegt und da Millionen Menschen keine Perspektive mehr haben, dann ist klar, dass die Leute dann dahin gehen, wo sie glauben, eine Zukunft zu haben, ein besseres Leben führen zu können. Und diesen Trend wird man im Kern nicht aufhalten können. Aber wie gesagt, es werden in der Regel nicht die richtigen Lektionen daraus gezogen. Man könnte ja auch nachdenken, wie sinnvoll solche militärischen Interventionen sind. Es findet aber darüber keine Debatte statt. Findet schlichtweg nicht statt.